Ich stelle euch heute mal unser neues Zelt von Coleman Vespucci 4 vor. Ein 4-Mann-Zelt, aber ich denke doch, es ist recht groß. Wir wollen damit in 2 Wochen, 3 Wochen lang in den Urlaub fahren. Papa, ist hier eine Erdbeerschimmel dran? Nee, das kannst du essen. Das kannst du essen. Unser Justus wird für euch mal das Zelt aufmachen und ja, die gucken wir uns gleich an. Ja, das ist ganz gut, da kann die nicht wegfliegen. Ja, hol doch mal raus, was du da drin findest. Das Gestänge. Hier sind noch mehr Gestänge und da sind die Heringe drin. Pack doch mal die Heringe aus. Und dann zähl am besten mal nach, wie viele es sind. Ich gucke gleich mal, wie viele es sein müssen. Ja? Aha, da haben wir schon was. Das müssen wir gleich zusammenbauen. Das könntest auch du übernehmen, Justus. Ja. Da zählen wir gleich mal, wie viele Heringe das sind. Hier ist noch ein Zettel drin. Hier ist noch ein Zettel drin, sieht aus wie ein Los. Hier kann man vielleicht was gewinnen. Das gucken wir uns gleich mal an. Zählst du? So, hier wird also noch gezählt. Wie viel sind es denn schon? Das kann sein. Da gucken wir gleich mal in die Betriebsanleitung, ob das auch wirklich 31 sein müssen. So, ich zeige euch weiter Gestänge und wir werden das gleich erstmal zusammenbauen. Ich bin Mike Kaufmann und das ist Justus. Wir zeigen euch heute, wie man dieses schöne Zelt aufbaut. Uiuiui. Alles neu macht der Mai. So, und das werden wir jetzt schon mal zusammenbauen, nicht wahr, Justus? Ah, das ist schon schön zusammen. Hier, guck mal, das geht ganz gut. Das sind schöne, feste, stabile Stangen. Sehr schönes, stabiles Zelt scheinbar. Das ist auch sehr, sehr schwer. Papa, ja? Ist das dein Gummihammer? Ja, den habe ich mal mitgebracht. So, jetzt geht's weiter mit dem Zeltaufbau. Papa Mike und Justus breiten erstmal das Oberzelt aus und schauen, wie es drinnen aussieht. Justus, zieh mal zu dir ein bisschen. Steh mal auf. So, versuch's mal auseinanderzuziehen, Justus. So, wir müssen jetzt gucken, wie rum wir es aufbauen mal. Und wo war denn? Oh, das ist doch ganz schön groß. Die Qualität, muss ich sagen, sieht bis jetzt sehr gut aus. Ich bin erstmal zufrieden vom Groben und Ganzen. Papa, Großen und Ganzen. Hier ist das Schlafzimmer, da ist das Esszimmer. Ja, das ist stimmt, du hast recht. Obwohl das ein 4-Mann-Zelt ist, muss ich sagen, es wirkt größer als das andere. Oder? Das andere war ja auch ein 4-Mann-Zelt. Ja, also die Fläche wirkt größer, das stimmt. Selbst ein bisschen knapp mit dem Apfelbaum. Mal sehen, wenn das hochgezogen ist. So, hier ist jetzt der Eingang im Moment. Ha. Wollen wir das umdrehen oder so lassen mal? Ich würde den Eingang wieder hierhin machen. Gut, dann drehen wir es nochmal um, Justus. Fass du mal da an. Die Betriebsanleitung ist direkt mit der Außentasche verbunden. Das hat den Vorteil, dass man sie nicht verlieren kann.
aber auch den Nachteil, dass man immer die Tasche mitschleppen muss. Mhm. Weil meistens, wenn du das Zelt wieder zusammenbauen willst, kriegst du es nicht in die gleiche Tasche rein. Nie wieder, das kriegt man nie wieder. Also deswegen habe ich schon graue Säcke mitgenommen, die stabil sind. Jetzt gucke ich mal, wie das hier weitergeht. Ja, das ist gar nicht... Ich seht euch das mal an. Also es ist nicht so leicht. Tja. Nee, ich weiß es noch nicht. Ja. Justus freundet sich erstmal mit den Schnüren an. So, Justus löst die ganzen Knotenverbindungen. Die müssen ja aufgemacht werden, damit sich das alles schön öffnen lässt. Wir haben heute sehr schönes Wetter zum Auspacken und Probieren. Mama Ulrike liest die Betriebsanleitung, aber man wird nicht recht schlau daraus, das muss man schon sagen. Gut, es ist ein englischer Hersteller. Das ist nicht das Tragische, aber es ist schlecht gezeichnet. So. Mann, das sind auf jeden Fall die Metall. Ich komme überhaupt nicht weiter mit der Betriebsanleitung. Links und rechts jeweils so eine Stange ran, wa? Ja. Hältst du schön gerade, Justus? Meine Eltern, die machen heute... Die machen das Zelt auf. Das ist jetzt der fünfte Film ungefähr. Und hat sich gerade die Schuhe ausgezogen. Mach doch mal rein. Ja. Mama macht die Stange gerade rein, wie es aussieht. Papa hat die erste Zeltstange in der Hand. Und mal schön laut erzählen. Ja, und... Ach, jetzt wünschte ich wieder, ich wäre ein wenig größer. So, jetzt. So, das sieht jetzt schon mal gut aus. Ja, jetzt müsste man das andere. Das ist eine gute Idee, Justus. Ja. Siehst du, du hast es hier auch noch nicht reingefummelt. Denn... Jetzt kann man sich erstmal eine Vorstellung machen. Bleib mal noch kurz, Justus. Ich hole mal Hammer und Heringe und tue da schon mal was reinschlagen. Ein dritter Mann kann sehr hilfreich sein. Stimmt's, jawohl. Justus? Aber jetzt finde ich den Hammer nicht mehr. Oh. So, die erste schmale Stange wurde hier verankert. Das ist neu, sowas habe ich noch nie gesehen. Nicht bei den normalen Zelten, aber die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man hat hier oben schön Platz, ist nicht so spitz. Es gibt eine schöne Größe ab. So, jetzt müssen wir hinten noch einstecken. Die Stange muss man hier vorne doppelt nehmen, weil es ja gebogen ist und dann muss man die hier durchstecken und auf der anderen Seite wieder auseinander machen. So. Ach so, die Seele. Ja. Ja, jetzt kommt's. Ja, sehr gut, sehr gut. So, ja, sehr gut. Jetzt muss es noch ganz durchgeführt werden, bis die zweite Stange kommt. So, gut. Und jetzt kann man es wieder auseinander machen.
Da kommt auch gleich die Sonne. Sehr schöner Tag, um ein Zelt aufzubauen und auszuprobieren. Ist echt eine schöne Höhle geworden, aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen es erst fertig aufbauen, dann kommt das Innenzelt noch rein. Ja. Und dann? Ja, jetzt hat das. Ja, jetzt hat es schon eine ganz schöne Stabilität. Ja, es ist schon mal. Straff hier. Stimmt, es ist noch zu straff da. Das haben wir vielleicht jetzt schon. Muss ich hier noch mal ein bisschen locker machen. Mhm. Das machen wir mal ein bisschen locker. Ja. Nichts ist. Wenn es dann zu straff ist, irgendwo erstmal. Wir müssen erstmal unsere Strippen ordnen. Genau, das Handling muss erstmal geübt werden. Justus, arbeitest du? Also drin hast du schon eine schöne Höhle. Mhm. Kann man nicht meckern. So, das ist das Zelt im Ganzen. Richtig schön gut getarnt. Hier muss man immer kontrollieren, ja. Fluchtig ist. Genau. Wenn das irgendwo zu sehr auf Spannung ist, dann gehen die Türen nicht mehr richtig zu. Der Junge trinkt erstmal was, das ist richtig. Ich schlag jetzt mal einen Hering ein. Opa unterstützt uns mental. So. Dann wollen wir mal schauen. So, die Abspannung muss immer erst ein bisschen ausgefahren werden, damit man später besser einstellen kann. Wenn du mal abends gesoffen ins Zelt hier ist, da fließt du mal alle Leiden. Da haben wir uns mittlerweile dran gewöhnt. Ja, da kriegt man zur Not unten drunter durch. Ja, das kannst du ja noch anders spannen. Da hast du nur eine Leine statt zwei. Wenn du mal abends gesoffen ins Zelt hier ist, da fließt du mal alle Leiden. Da haben wir uns mittlerweile dran gewöhnt. Frankreich ist ab 15. Juni auch offen für ausländische Touristen jetzt wieder. Aber ich weiß, na Justus? Ich weiß noch findest nicht, was du wir was? Machen. Ja. Sehr gut. So, das Außenzelt steht schon fast. Jetzt hinten noch ein bisschen, Ulrike. Wir wollen ja Abenteuerurlaub machen. Abenteuerland. Der Papa ist noch am Fixieren und Ausrichten. Papa, den Inzelt machen die auch einen Film, wa? Ja. Erstmal muss die Außenhaut richtig verspannt sein. Hier zum Beispiel ist es noch gar nicht drin. Hier, das darf man nicht vergessen. Erst das graue Band weiter rauskommt. Aber die Größe so zum Stehen, ne? Ja, stimmt. Und das muss weiter rausgeholt werden. Ja. Da braucht ihr auch eine Griffe Quadratmeter Fläche war auf dem Campingplatz. Ja. Ja, es kommt drauf an. So. Ja, man braucht schon eine ganz schöne Fläche. So, der ist falsch gespannt, den muss ich nochmal setzen jetzt. Ja, vor allen Dingen musst du ja die Leinen mitrechnen, wa? Ja, und du musst das Auto noch mitrechnen. Ja, das ist ja gut, wenn früher für DDR oder so, da kriegst du das Auto nicht mit auf dem Campingplatz. Ja, ich meine, es gibt heute auch, gerade in Italien gibt es viele Campingplätze, da darf man das auch nicht. Deswegen hat mir das nie so zugesagt, Italien. Aber es hat natürlich auch Vorteile, es ist ruhiger auf dem Platz, wa? Da hast du recht. Aber es ist schon schön, wenn man das Auto dabei hat. Wenn es in unmittelbarer Nähe steht, geht es auch noch. Also ja. Da kann ich auch mitleben. Hast du immerhin noch ein kleines, noch eine andere Unterkunft, wo du mal wechseln kannst. Das war ja an der Sees so schön, ne? Ja. Wo wir den Platz hatten, das Auto dort
Ui. Aber so bin ich mit dem Äußeren, mit dem Zelt erstmal zufrieden. So, hier muss noch was angeschlagen werden. Also im Unterschied zum letzten merkt man jetzt, dass es breiter ist insgesamt. Ja, breiter ist es. Breiter. Aber es ist auch bloß ein Viermann-Zelt wie bei dem anderen. Ja, oder? Komischerweise, ne? Also ein Viermann-Zelt. Papa? Mhm. Ja. Also man kann unheimlich viel dann auch reinstellen, das geht schon. Wir wollen ja eh viel unterwegs sein. Justus, nicht da drauf treten. Ich kann gar nicht in den Schlauch drankommen. Ja gut, aber versuch's ohne kaputt zu machen. So, mit dem Fuß unten drunter schieben. So. Ja. Genau, und jetzt dran. Und hier muss man das immer erst ein bisschen rausziehen, damit man später verändern kann. Ich komm gleich. Also das letzte hat 400 gekostet, das hat jetzt ungefähr so 300 gekostet. Ach, wieso ist das hier? Weiß ich auch nicht. Das letzte kleine 400? Ja, das letzte hat 400. Also ich möchte sagen, das ist jetzt auch noch stabiler, das hat dickere Zeltstangen. Da habe ich schön Vertrauen zu. Das war so ein niederländischer Hersteller. Nee, ich glaube, der Coleman ist eine englische Firma. Oder ach so. Aber in Holland, das ist eine holländische Online-Firma. Ach so, so war das. Aber die haben auch einen großen Laden in irgendeiner holländischen Stadt. Damit das Zelt nicht verrutschen kann, wa? So. Und jetzt wir müssen jetzt gucken. Mike baut gerade sein Zelt auf, siehst du das? Wir müssen jetzt gucken, auf der anderen Seite. Ja, warte mal hier. Ja. Unser Garten ist ausgefüllt. Kannst du das noch besser halten? Ja. Moment. So, ein Hering noch brauche ich, Justus. Die Stangen hier, die sind noch an der das Seite. Das hast du dir verdient. Oh. Ja, gleich. Hier ist der Kern. Hier ist der Kern. Da steht's von hinten. Hier ist der Kern, Mama. Na ja. Genau. Der schmeckt wie Nüsse. Ja, wollte ich bloß mal zeigen, wa? So, gut. Tschüss. Aber was? Ach so. Ja. Tschüss! Eingang und hier ist ein Eingang. Genau. Also es gibt zwei Eingänge. Leider gibt es nur zwei Eingänge. Beim letzten Zelt war es so, dass auf der anderen Seite noch ein Eingang ist und dass man es individuell aufmachen konnte, nach links oder nach rechts. Das hat mir auch besser gefallen, nur leider haben wir nach unseren Wünschen nicht das Richtige gefunden. Ich kann jetzt mal hier aufmachen, mal gucken, wie es aussieht. Ja. Ach, das klappst du so seitlich. Ach, da ist er. Ich dachte, da vorne ist er. Auch? Es gibt zwei. Eingänge. Ach, es gibt doch zwei. Ja. Hier mit Gagefenster. Hier, das muss man so ein bisschen zusammen machen. Ach, das ist ja kleiner noch. Kleiner noch? Der Eingang. Also nicht der Eingang, sondern das mit der Gase da. Diese. Die Gagefenster. Wie auch immer das heißt. Ach doch, das ist aber auch trotzdem ein Eingang, ja. Ja. Also es braucht schon eine gewisse Zeit, ehe man das alles so aufgebaut hat. Ja. Deswegen proben wir das immer vorher. Ja, das ist ja richtig, ja. So, jetzt probieren wir mal hier aufzumachen. Hier. Wer möchte, kann jetzt mal gucken. Ohne Schuh oder mit? Ach Gott, das ist ja gut. Ohne Schuh. Komm ruhig mal rein. Ja, es ist ungewöhnlich. Ja. Unterboden im Außenzelt. Ich finde das aber sehr gut. Ja. Aua, hier ist irgendwas Hartes. Oh. Was ist denn hier? Schön aufpassen, ja. Das wäre echt ärgerlich, wenn man es jetzt gleich. Besser, wenn man was unterlegt. Ja. Hier ist was Hartes. Selbst hier im Garten, ne?
Ja, obwohl man das nicht direkt sieht. Ja, dann machen wir, ich rolle also das Fenster sehr mal schön. Hoch. Noch 2 Wochen sind und dann wollen wir losfahren in Urlaub. Wo wissen wir noch nicht hin? Ein Fenster. Ein Fenster, ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das auch zum Öffnen hätte. Ja, also das ist wirklich schade. Ja. Das war in dem anderen Zelt besser. So, wir sind jetzt schon recht weit. Das Außenzelt steht schon. Wir haben alle mal alle Türen aufgemacht. Es gibt 2 Türen. Besser wäre natürlich, es wären 3 Türen gewesen, dass man individuell nach links und rechts aufmachen kann. Aber naja gut, wir werden uns dran gewöhnen. Papa? Ja? Im letzten Zelt war dann auch nur eine Tür. Ja, es waren 3 Türen. Opa, wie findest denn du das Zelt? Finde ich ganz gut. Ja, ja. Bist du zufrieden so? Ja, es kommt immer drauf an, zu was man es nimmt. Ja. Ja. Also ich bin auch zufrieden. Schön stabil scheint es zu sein. Ja, 3 als Familienzelt, das muss es schon so sein. Ja. Ja. Opa, wie findest denn du das Zelt? Finde ich ganz gut. Ja, ja. Ach so, ja, genau. Aber hier sind auf jeden Fall bessere Verbindungsstücke als bei dem anderen Zelt. Ja. Ich denke mal, ja genau, hier vorne. Die 4 Ecken, die werden hier immer mit solchen Klickverschlüssen befestigt. Das finde ich sehr gut. Schrei doch nicht so, Kind. Ja, dann bleib doch im Kalten, du Schelm. So. Die Gummis müssen nochmal schön gerade gemacht werden, sonst halten die nicht lange. Stimmt. Die sind als erstes verschlissen. Aber so ist das eine schöne Schlafkabine. Und da ist ja auch nochmal die Lüftung ein bisschen drin. Das Mittelstück ist wieder schön, das ist farblich markiert. Ja. Das ist schon wichtig. Weil sonst fangen einige falsch an. Oder hier merkt man es dann spätestens. Hallo. Ja. Das Rot. Hier kann man ja noch schön eine Taschenlampe einhängen oder eine Lampe. Oder ein Kabel kannst du da lang führen. Ja. Dass es nicht auf dem Boden lang schlackert. Na? Du weißt mal nicht, ob du die Standfläche nochmal berechnet. Nee, eigentlich nicht. Okay. Wegen was? Wenn du da noch hier so ein, von 4x4 Meter so ein Pavillon da vorstellst. Ja, ach so, ja, das meinst du. Es kommt drauf an, manchmal sind die Plätze ganz genau parzelliert und manchmal hat man frei, aber wenn man sich zu breit macht, gucken die natürlich auch. Das eine Mal, wo das Bild da ist, da war der ja ziemlich alleine da, wo das Auto noch daneben stand. Ja. Ja. Das haben sie ja leider nicht mehr. Jeder hat da ja andere, jeder Campingplatz andere Richtlinien. So, hier, das muss ich, mache es mal zu. Oh, das ist zu sehr Spannung. Nee, das ist. Ach, täuscht. Man muss das ein bisschen ausrichten. Ne? Ach, hier sind ja 2 noch nicht dran, genau. Deswegen, die beiden hier. Das muss zu sein am Anfang hier, damit man das sieht. Ja, genau. So, jetzt ist die Schlafkabine installiert. Justus wird uns dann vorführen, wie sie aufgeht. Ja. Na dann. Mach mal richtig auf, dass man was sehen kann. Ach, hier kann man noch. Ach, hier so. Da kann man noch eine Trennwand wahrscheinlich einfügen. Ne? Ja, also ich mach's jetzt mal zu, damit man es mal richtig sieht. Geh mal auf die andere Seite schon. Kann ich nicht. Da kann Justus ein eigenes, eigenes Zimmer haben. Eine Kabine haben. Herrlich. Hier ist so eine Trennwand. Die sind beide gleich groß, ne? Ja. Hallo. Oh, hier, die Ecke. Ich leg mich mal hin. Naja. Ja. Na. Ja. So sieht's ganz gut aus. Gemütlich. Mach mal meine Tür. Und einen Platz. Ja. Und man kann vor allen Dingen richtig schön stehen.
Wir haben jetzt das eine Fenster und eine Seitentür und hier diese Vordertür. Justus, gefällt dir dein Zelt? Ja. Ich mach mal die ganze Tür zu. Ach, das hier oben noch? Ich finde, in der Mitte hinten hätte noch mal so Verbindung zum Außenzelt sein sollen, wie bei dem anderen. Ja. Weil es gibt nur drei hinten und nicht zur Seite, Ralf. Hier zum Beispiel finde ich, es ist ein bisschen schief im Moment. Ja, das habe ich vorhin auch gemeint. Irgendwie, das zieht so stark hoch. Denn der Boden hier unten drunter ist ja gerade. Aber insgesamt denken wir, dass wir mit dem Zelt gut im Urlaub zurechtkommen, wa? Ja, also von der Größe her, von der Höhe, das passt. Und wir wollen schon zwei Wochen. Hier würde ich mir noch was wünschen für eine Lampe. Wir wollen schon zwei Wochen in Urlaub fahren? Ja, ja. Zwei Wochen. Ich freue mich schon richtig drauf. Schön. Du, Papa? Wir freuen uns ja auch schon. In 14 Tagen. Richtig. Hier müssen wir aufpassen, siehst du das? Ja. Das ist sehr stark. Ja, hier ist nicht richtig genäht. Da bist du vielleicht ein Das ist ein Ding. Oder hier ist doch irgendwo hier ist, sind Löcher. Hier müssen wir aufpassen, siehst du das? Ja. Das ist sehr stark. Ja, hier ist nicht richtig genäht. Jetzt, wo wir fertig sind mit Bauen, jetzt sehen wir wirklich kleine Feinheiten, zum Beispiel, dass hier kleine Löcher sind, kleine Risse. Hier wurde nicht richtig genäht. Hier, oder hier sieht man es auch, ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera sieht, es sind kleine Luftlöcher, da wurde nicht richtig genäht. Und hier sind die schlimmste Stelle. Hier kommt gleich Regen durch. Wenn es hier regnet, kommt es hier durch. Hier auch. Ja, so sind wir zufrieden mit dem Zelt, aber diese kleinen Details sind ärgerlich. Das muss man schon sagen.